Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So schaut's aus. Wir haben heute neue Goldhelden, die von 90er, 95 upgradebar sind. Wir haben neue Blockbuster-Karten. Wir haben ein paar Primetime-Karten, die wir uns anschauen müssen. Und ein neuer Spielmodus im Hood Rush. Kam auch viel zu tun heute, aber wir legen sofort los. Also den Anfang macht hier der 95er Boye Tsai-Ming von den Toronto Maple Leafs. Er ist ein rechter Verteidiger, 1,85 groß, 95 Kilo mit dreimal Barrage und dreimal Passing Playmaker. Upgrade-Verfahren bleibt bei allen wieder gleich. Ihr braucht den Silberhelden und 10 Icon Collectibles. Schauen wir uns die Karte an. Heute ist interessant, weil alle drei die gleiche Team-Synergie haben, die wir heute haben, und auch zwei haben die gleichen Synergien an sich überhaupt. Also, vom Schuss her auf jeden Fall, wenn man Barrage ankriegt, was jetzt nicht so schwer sein sollte, gerade mit, weil das ja dreimal hat und den Passing Playmaker noch an. Wer Howie Morantz hat in irgendeiner Version, hat den Passing Playmaker mit dieser Karte auch schon aktiv. Da heißt, der Schlagschuss ist perfekt, die Hände sind echt auch sehr gut. Bodychecken alles auch gut. Stickchecking bei 99, wenn er noch einen Schwarm noch anhat, ist da auch perfekt. 90 Beschleunigung, 90 Geschwindigkeit vor jeder Synergie. Das heißt 94 Beschleunigung und 93 Geschwindigkeit auch von dem Verteidiger. Super. Also der lohnt es sich auf jeden Fall, den Upgrade zu machen. Wer ihn hat, kann ihn getrost upgraden und hat wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels zumindest einen Verteidiger in der dritten Reihe oder im dritten Verteidigungspaar, den er nicht mehr rausnehmen muss. Den nächsten Goldhelden, den wir heute haben, hat die gleichen Synergien, das ist Alexander Stürmer, und zwar von den Dallas Stars, der jetzt 95er Mike Modano, ein Center, 1,91 groß, 96 Kilo mit dreimal Barrage und auch dreimal Passing Playmaker. Also mit 84 am Facer würde ich ihn gar nicht als Center spielen lassen, ist dann doch von den 95er gerade viel zu wenig und von den Center eh zu wenig. Aber wenn er 94 Geschwindigkeit und 94 Beschleunigung vor einer Synergie hat, das heißt, wir sind dann bei 98 Beschleunigung, bei 97 Geschwindigkeit und das bei der Größe, also ein fantastischer rechter Flügelspieler. Barrage, ja, macht den Schlagschuss schon perfekt. Passing Playmaker eigentlich unnötig, wenn man den Schwarm hat, ist das Stickchecking auch oben. Hände sind auch im hohen 90er-Bereich. Als einziger, ja, was heißt Kritikpunkt, gibt es ja eigentlich gar nicht. Die Karte ist echt sehr gut. Also auch wer den Upgrade machen kann, der sollte ihn machen und hat bis zum Ende auch für die dritte, vierte Reihe einen großen, versiblen Spieler drin. Also sehr empfehlenswert. Und den letzten Goldhelden, den ich euch heute präsentieren darf, ist von den Boston Bruins der 95er Adam Oates, ein Center, 1,80 groß, 86 Kilo mit dreimal Barrage, da haben wir es auch wieder, und dreimal Raser. Mit 99 am Faceoff natürlich super, super Center-Spieler, hat die Silberkarte schon 97 gehabt, da hat sich gar nicht mehr so viel getan. Schuss auch so gut wie perfekt, die Synergien soll er mal ankriegen. Das heißt, ein perfekter Schuss auch, Hände ja, auch fast perfekt, wenn er noch den Balance anhat, der hat auch einen 94er D-King, 97er D-King auch wunderbar. So schnell muss er nicht sein, das passt. Also für den Center auf jeden Fall sehr gut. Auch ein Liebling der Massen, viele Spieler haben die, oder viele, ja, viele Teams haben den viele Spieler haben den im Team, jetzt haben wir es. Also auch auf jeden Fall ein Upgrade wert. Einziger Kritikpunkt, was man hier wirklich auch ansprechen muss, ist, dass die Widerstandsfähigkeit nur bei 73 ist. Geht dann zwar mit dem Verteiler hoch auf 76, aber also wenn er gecheckt wird, dann würde er erstmal liegen, beziehungsweise den Puck leicht verlieren. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, aber trotzdem rundum eine sehr, sehr gute Karte hier. Damit bleiben von den Silberhelden, von den 91ern. Wo ist mein schlauer Zettel? Bleiben von den 90ern, beziehungsweise jetzt an 95ern, nur noch übrig Doug Gilmour, der Cornoyer, der Gouverneur, Pat LaFontaine und Ed Belfour. Das sind die einzigen Spieler, die aus der 90er Silberhelden-Serie noch übrig bleibt. Dann, wirklich passend zur Trade Deadline, alle Trades, wo gestern nach dem Taylor Hall Trade kamen, haben ja, oder wo davor kamen, haben ja eine Blockbuster-Karte bekommen. So auch dann noch der Rest, wo danach noch nachgeliefert wurde. Die alle, was unter 85 sind, die spare ich euch jetzt, da ist kein wirklich guter dabei. Deswegen starten wir gleich mit dem 85er Jordy Benn, der jetzt bei den Winnipeg Jets ist. Er ist ein rechter Verteidiger, 1,88 groß, 90 Kilo mit Balance und zweimal Shutdown. Also der Schuss auf jeden Fall echt mies. Da hilft auch der Shutdown nichts mehr, dass es auf 78 hochgeht. Balance bringt die Handgelenkschusskraft noch hoch. Zu langsam ist er auch in der eigenen Zone. Gut, er hat 92 Bodychecken, aber auch da gibt es bessere. 93 Widerstandsfähigkeit ist okay. Also auch Hand-Augen bei 78, nichts Besonderes. Also er ist halt da, aber es ist nichts Besonderes. Dann ein Spieler, der nicht gewechselt ist,
sondern seinen Vertrag verlängert hat, ist auch hier auch gewürdigt worden von den LA Kings, der 87er Alex Iafallo. Ein rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 85 Kilo mit Schwarm und zum Passing Playmaker. Passing Playmaker zu der Karte gut, geht die Schlagschussgenauigkeit auf 90, okay, passen auf 91 und Stickchecking geht auf 92, Schwarm geht auch nochmal auf Stickchecking. Ja, alles in allem wäre mir dann doch ja zu langsam. Das ist so das einzige, ist eine 87er Karte, geht dann auf 88 Beschleunigung und auf, nee, auf 89 Beschleunigung und auf 88 Geschwindigkeit, jetzt ist es richtig. Schuss ist nur Durchschnitt, Hände auch nichts Besonderes, aber für eine 87er Karte, gerade wenn man diese beiden Synergien noch ankriegen möchte oder den Passing Playmaker ankriegen möchte, für die hinteren Reihen auf jeden Fall empfehlenswert. Dann jetzt neu bei den Montreal Canadiens, der 87er Eric Gustafsson, ein rechter Verteidiger, 1,83 groß, 80 Kilo, auch mit Schwarm und zwar Passing Playmaker. Also wäre jetzt 1,95 groß, dann wäre es in Ordnung, wenn er nur 84 Geschwindigkeit und Beschleunigung hätte. Er ist aber 1,83, von dem er müsste deutlich schneller vom Fleck kommen. Ja, Passing Playmaker bringt ihn auf 89 Schussgenauigkeit. Ist für eine 87er-Karte okay, aber auch haltet mehr. Defensiv soweit in Ordnung. 87 Bodychecken für eine 87er-Karte, ja. Der ist ja auch nicht wirklich besonders groß. Wäre da schon fast mehr Pflicht gewesen. Also auch wieder eine gute Karte, wenn man die Synergien ankriegen will. Gerade für die noch etwas schlechteren Teams. Aber nicht unbedingt eine Empfehlung. Aber gerade für die Synergien auf jeden Fall sinnvoll. Dann bei den Detroit Red Wings neu. Kam aus von den Washington Capitals. Der 88er Jakob Rana. Rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 89 Kilo. Irgendwie sind die heute alle gleich groß, sind alle 1,83. Hier mit Funke und Sommer Magier. Funke bringt die Beschleunigung auf 91, danach ist aber schon Schluss. Die Endgeschwindigkeit ist bei 90. Schuss auch im Schnitt bei 90. Keine Synergie, die drauf geht. Deking ist okay soweit. 85 Bodychecken auch etwas gering. Gleich wie bei den anderen beiden. Also es ist eine gute Karte, gerade für die hinteren Reihen oder für die schlechteren Teams, wenn man die Synergie noch ankriegen möchte. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Dann der österreichische Vertreter hier, neu bei den Washington Capitals, der 88er Michael Raffl. Rechter Flügelspieler, 1,83 groß, damals wieder, 91 Kilo mit Barrage und zum Gladiator. Gladiator tut der Karte auf jeden Fall gut, er ist nicht der allergrößte, da geht es bis Bodychecken ein bisschen hoch, geht auch mit dem Funken natürlich hoch. Barrage auch hier gut, bringt den Schuss, den Schlagschusskraft auf 97, die Genauigkeit auf 92. Auch okay, die Karte, aber halt echt nichts Besonderes. Dann neu bei meiner Avalanche. Was heißt neu? Wieder neu, weil er war schon mal da. Der 89er Karl Söderberg. Ein Center, 1,91 groß, 95 Kilo mit Verteiler und Sommer Workhorse. Also mit 83 am Faceoff ist er halt auch kein Center. Da wäre jetzt hier Deep und Hard in Soul, wäre das so die Optimallösung gewesen für die Karte. Als Flügelspieler sehe ich ihn auch nicht wirklich. Geht zwar die Beschleunigung auf 92 hoch mit dem Funken und Workhorse aktiv. Und Verteiler bringen eine Endgeschwindigkeit 88, der Schuss im Schnitt bei 90, Hände im Schnitt bei 90. Ja, nicht schlecht, auch wenn man die Synergien ankriegen will. Verteiler sollte eh jeder mittlerweile anhaben, aber auch keinen, den ich jetzt unbedingt haben muss. Und das sage ich als Avalanche-Fan. Dann einer der größeren Wechsel gestern Abend noch nach dem Trade von Taylor Hall, der 89er Anthony Manta, der jetzt bei den Washington Capitals spielt und vorher bei den Detroit Red Wings war. Ein rechter Flügelspieler, 1,96 groß, 106 Kilo, mit Balance und Sommer Wingman. Wingman tut der Karte auf jeden Fall gut, geht die Beschleunigung auf 93 hoch, Endgeschwindigkeit bleibt trotzdem dann bei 89. Schuss ist echt gut, kann man nichts sagen. Wenn man den Balance noch anhat, ist die Handgelenkschusskraft auch noch stärker. Bodychecken bei 88 ist okay, er ist 1,96 groß, der braucht jetzt nicht so einen hohen Wert haben. Also auch rundum eine gute Karte. Klar, wer der 95er Master hält besser, wer sich den nicht leisten kann und trotzdem den anderen Manta im Team haben möchte und der nicht der 85er Basis-Manta ist, ist auf jeden Fall mit dieser Karte gut aufgehoben. Das war's auch schon von denen. Alle anderen haben weniger Werte, wie gesagt, nichts Besonderes groß dabei. Dann noch zwei Primetime-Karten, die wir uns anschauen müssen, die heute noch rauskamen, und zwar einmal von den Pittsburgh Penguins. Die haben jetzt auch schon einiges an Karten, alles über 100 mittlerweile hier, selbst die Ottawa Senators sind über 100. Von den Pittsburgh Penguins da jetzt 93er Jake Günzel, ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 82 Kilo mit Shutdown und Wingman. Also Schuss ist auf jeden Fall echt gut, Hände sind soweit gut, auch hier schreckt mich die Beschleunigung und die Geschwindigkeit ein bisschen ab. Geht dann auf 96 Beschleunigung mit dem Funken und auf 93 Geschwindigkeit. Ja, ist okay, von der 93er Karte, Shutdown macht den Schlagschuss perfekt von der Genauigkeit her.
Also auch rund um eine gute Karte. 93 Bodychecken ist hier auch sehr vorteilhaft, weil er doch nur 1,80 groß ist. Also auf jeden Fall eine gute Karte. Da gucken wir uns auch mal an, welche Karte es davor gab. Mit Wingman und Gladiator eine 91er Karte. Wäre mir fast lieber, wird auch billiger sein vom Preis her am Schluss. Also da, ich sag, kann es nicht oft genug sagen, Augenmerk auf die Vorgängerkarten, die da meistens vom Preis her deutlich fallen werden. Und dann haben wir noch von den Montreal Canadiens der jetzt 94er Thomas Tatar. Ein rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 84 Kilo mit Funke und einmal Passing Playmaker. Okay, also Schuss auf jeden Fall schon im hohen Bereich, geht dann mit dem Passing Playmaker auch perfekt. Beschleunigung ist mal am Schluss bei 95, Endgeschwindigkeit ist 94. Bodychecken auch im hohen Bereich, ist gut, weil er doch unter 1,80 ist, auf jeden Fall sinnvoll. Also auch rund um eine gute Karte. Da wäre mir aber trotzdem die, was waren das, eine 92er? Da gab es eine 92er Karte mit Schwarm und Sommer Passing Playmaker. Die wäre mir da lieber gewesen. Die war aus der All-Star-Serie, glaube ich. Mal, kannst du mal kurz gucken. Gut, der wird vom Preis her zwar teurer sein, aber war es nur 90er? Der wäre mir hier auf jeden Fall lieber. Wo haben wir denn? Naja, mich verschaut. Also ich, auf jeden Fall fantastische Karte. Wer einen Thomas Tatar noch braucht, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Dann haben wir noch einen neuen Spielmodus im Hood Rush. Die Belohnungen bleiben ja noch eine Woche gleich. Aber wir haben einen neuen Modus. Mal gucken, ob er wieder so verbuggt ist wie letztes Mal. Letzte Woche war echt grausam. Da sind Tore gefallen. Da stand Tor dort, aber es hat keine Punkte bekommen. Jetzt sind auch wieder Sachen dabei, die man erledigen muss. Wo es sein könnte, dass die nicht zählen. Von dem her gucken wir es mal an. Also, Spielmodus. 3 gegen 3. Ihr draftet Spieler aus eurem eigenen Line-Up. 4 Stück an der Zahl. Und wer zuerst 3 Tore schießt, gewinnt. Wraparound-Goals machen. Goals mit einem Spinorama-Deke. Wraparound-Schüsse machen. Da sehe ich die Schwierigkeit, dass eins von beiden nicht zählen wird. Also, wenn wir die Wraparound-Tore oder die Wraparound-Schüsse, das können wir da ein Problem werden. 10 Spiele gewinnen, 40 Tore schießen, am Schluss seid ihr bei 270.000 Punkte, die ihr bekommt, plus die Spiele noch, die ihr für die erzielten Tore, oder die Punkte, die ihr für die erzielten Tore und die 10.000 Belohnung, wenn ihr das Spiel gewonnen habt. Also auch sollte mal ganz gut seine 400.000 Punkte zusammenkriegen, wenn man alle 10 Spiele gemacht hat, beziehungsweise 11, weil die Spiele gewinnen, Belohnung kriegt man erst nach dem 10. Spiel, also nach dem 11. Spiel am Schluss. Immer auch ein bisschen nervig, aber da sind auf jeden Fall lockere 400, 500, 400 oder 500.000 Punkte drin. Ich glaube, ich bin es bis zur Hälfte durch. Ja, ein bisschen mehr über die Hälfte. Also sollte man mit den 10 oder mit den 11 Spielen hier schon recht weit vorankommen. Dann haben wir hier, man draftet auch wieder Spieler. Hier kann man nur aus Bronze- und Silberhelden auswählen. Auch mal eine nette Geschichte. Es geht über, beziehungsweise wer die ersten 2 Tore schießt, gewinnt. Also alles so kurze Spiele bloß, keine so langen Spiele, wie wir jetzt hatten, wo dann über 8 Minuten ging oder so. Das ist soweit okay. Hier müsst ihr durch die Beine One-Timer-Tore machen. Da bin ich auch gespannt, wie das gezählt wird. Ich denke eigentlich fast, dass die auf den Knien Tore sein werden, aber keine Ahnung. Durch die Beine Pässe, sowieso immer Standard 5-mal, 5 Schüsse blocken, 10 Spiele gewinnen und 10 Slip-Deaks. Das ist, wenn ihr dann an der Bande so entlang slidet, also auch alles kein Stress, hier gibt es auch 270.000 Punkte plus die Punkte, die ihr im Spiel noch erspielt. Und dann, hier haben wir ja kein Icon oder Gold Collectible, finde ich ein bisschen schade, aber so ist es halt. Das war der neue Content jetzt für heute. Wir gucken nochmal ganz kurz in die Sets rein, ob sich da was getan hat. Ich weiß gar nicht, wo ich mir die ganzen All-Star-Spieler, die ich da gedraftet habe, machen soll. Die sind jetzt halt alle da. Man kann es in kein Set tun. Schnell verkaufen bringt auch keine Münzen. Also ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Aber gut. Rivals-Belohnungen gibt es am Morgen. Ja, morgen gibt es Rivals und Hood-Champs-Belohnungen. Und was aber morgen ansteht, erzähle ich euch dann nachher. Also hier haben wir, das geht noch 6 Tage. Die ersten 2 All-Star-Teams sind schon raus. Sind noch die East Division und die Central Division da. Da können noch ein paar Spieler machen, wenn ihr wollt. Champions Club kam jetzt auch nichts Neues. Nein, immer noch. Man sammelt immer noch Champions Club Collectibles, ohne zu wissen für was. Ich habe jetzt da mit dem Hood Champs aufgehört. Und wir haben auch keine neuen Sunset Sets. Nein, auch nichts Neues. Das war's jetzt erstmal für meine YouTube-Zuschauer. Für die verabschiede ich hier herzlich. Lasst mir ein Like da. Für meine Twitch-Zuschauer geht es noch weiter. Wir werden jetzt noch ein bisschen Hood Rush spielen.
Mal gucken, wie es da vorangeht. Von YouTube-Zuschauer, morgen gibt's ein neues Team der Woche. Oder morgen gibt's ein Team der Woche. Sag mal ein Team der Woche. Ob es wirklich neu ist, wird sich zeigen. Und es gibt meine Rivals und Hood Champs Belohnungen. Vielen Dank fürs Zuschauen, YouTube. Dankeschön. Für Twitch geht's natürlich hier weiter. Und zwar mit Hood Rush.